Jo, hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Animal Crossing Stream. Ja, wird mal eine Zeit, dass wir wieder hier so ein bisschen entspannt ein paar Häuser bauen. Hoffentlich heute mehr hinbekommen als beim letzten Mal. Diesmal habe ich nicht erstmal alles aufgekauft. Ich wollte, dass ihr diesmal seht, was ich kaufe. Zum Beispiel hier das Kartenhaus oder diese wunderschöne Vase. Naja. Ich glaube, den Schreibtisch hier habe ich sogar schon. Küchentheke ist das. Ja, die letzten beiden Sachen hier kann ich mir nicht kaufen. Du bist so eine komische. Ja, Titanenwurz. Im Botanischen hat die meinen Namen. Das ist diese ekelhafte Stinkepflanze, die nur einmal blüht und danach nie wieder. So, du bist bestimmt ganz billig. Ja. So, wie viel Pokémon muss ich denn verdienen, damit ich dich mit nach Hause nehmen kann? 17.000, das sind mindestens zwei Häuser. Ich hoffe, dass ich heute mehr als zwei Häuser schaffe. Das hoffe ich wirklich sehr. Mein Ziel ist mindestens drei, vier Häuser. Und ich würde die Streams bei 2 Stunden gerne halten. Er will Abenteuer leben, ein Sporthaus. Schon wieder die mit der Modenschau. Oh, Historien im Film. Und die will eine Tanzbühne. Normalerweise gammeln hier doch 6 Leute, oder nicht? 2, 4, 5. Oh, da ist was Schönes für mich. Was ist hier denn Schönes drin? Ein Projekttisch. Nett. Womit fangen wir denn an? Er will Abenteuer ohne rauszugehen. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Sie will Moden schauen. Das heißt, da müsste sehr viel Kleidung rein. Ein Sporthaus haben wir im Prinzip schon. Ach nee, er will ein Teehaus, ne? Ein Teehaus könnten wir versuchen. Nur wird dein Klo dann definitiv draußen sein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil in so ein Teehaus gehört das da nicht rein. Außerdem habe ich noch nie einen Känguru in diesem Spiel gesehen. Also nehmen wir ihn. Probieren wir es mal. So, er will ein Ferienhaus. Was will er denn unbedingt drin haben? Hier so eine komische China-Trennwand. Stinkt nochmal ein Tisch. Und er will ein Samurai-Schwert drin haben. Du wirst mehrere davon drin haben. Wenn ich könnte, würde ich hier sogar eine Samurai-Rüstung reinsetzen. Was sagt denn aus hier Japanisch? Das hier sieht mir so richtig gut für das Teehaus aus. Das Einzige, was es ruinieren wird, ist das Klo, das ich hinsetzen werde. Aber er muss ja irgendwo auch sein Geschäft verrichten. Der hat sogar einen Namen unter dem Auge, fällt mir jetzt erst auf. Na dann. Teehäuser sind in der Regel recht klein, ne? Also versuche ich kein sehr großes Haus zu machen. Ich werde übrigens gucken, wenn ich eine zweite Etage habe, dass ich dann einfach immer nachträglich in der zweiten Etage einfach ein stinknormales Klo reinsetze. Beziehungsweise ein Bad und eine Küche, damit wir unten uns komplett auslehnen können. So, jetzt zuerst draußen. Erstmal machen wir hier raus ein China-Haus. Weil du willst ein Teehaus haben. Ich würde gern gucken, haben wir etwas, was zu deiner Farbe passt? So ein bisschen heller hätte ich es eigentlich gern, ne? Aber dann sieht es schon nicht mehr so aus, wie ich es gerne hätte. Ja, die Fernostfassade behalten wir mal. Wir geben ihm aber eine weiße Japan-Tür. Und jetzt noch einen schönen Kranz. Hyazinthen, würde ich sagen. So, das setzen wir jetzt ein bisschen mittiger. Ja, perfekt mittig kann ich es hier nicht setzen. Wir nehmen Frühling.
Ja. So sieht es auf jeden Fall schon mal schön aus. So, hier draußen. Boah, habe ich viel bekommen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ach du Kacke. Aber wenigstens habe ich sehr viel Zeug bekommen. Zwei davon. Eins davon. Ein Grabstein. Oh Gott. Ein Wasserspiel muss her. Da kommt das Fass direkt dann daneben. Und eine wunderschöne Kiefer. Oh, ich habe sehr viel interessante Kleidung hier. Und natürlich muss auch ein bisschen Bambus her. So, jetzt suche ich noch das Klo. Klohäuschen, Klohäuschen, Klohäuschen. Ich weiß, dass das Ambiente kaputt macht, aber du musst irgendwo auch sein Geschäft halt verrichten. Kann ich das irgendwie besser gestalten, das Häuschen? Eins von beiden vielleicht. Ich lasse es einfach in dem Stil und hoffe, dass es einfach nicht so sehr das Bild kaputt macht. So, zuallererst, das wird der Eingang. Das ist ja wohl klar. Das Rot finde ich eigentlich ganz schön. Wir lassen den Text, damit es auch ein bisschen japanischer wirkt. So, kann ich die Kiefer gestalten? Nein. So, das kommt vor die Haustür. Der Bambus kommt in eine der Ecken. Ich stelle die erstmal beiseite. Das Wasserspiel gerne hier vor die Kiefer. Das hier hätte ich halt in der Ecke, wo es nicht so sehr auffällt. Gucke ich gleich noch. Okay. Warte mal, den drehen wir einmal. So, da kommt dann der Eimer dahin. Ein bisschen bemoost, das sieht schöner aus. Den da kann ich nicht anpassen. Ja, damit das so richtig antik aussieht, einfach bemoost. Da lassen wir den grünen Bambus. Okay. Da einmal und hier einmal. Und das lasse ich jetzt hier in der Ecke stehen, damit es nicht so sehr stört. So. Hier draußen musste ich nicht polieren, ne? Nee. Okay, dann werde ich jetzt drin anfangen. Aber nur damit wir hier für draußen zur Not ein Foto haben. Warum blinze ich genau in dem Moment? Fangen wir mit drin an. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich jetzt für YouTube vielleicht ab sofort das drin so ein bisschen beschleunigt abspiele, wie ich alles einrichte. Einfach nur so, damit es ein bisschen schneller geht. So, wie richte ich diese Wohnung ein? Ich glaube, einen Ticken größer mache ich die. Ja, Fenster und so ein Eingang bitte. Schade, dass ich die Fenster nicht einstellen kann, was das für welche sind. So, ein bisschen helleres Holz. Haben wir hier verschiedene Motive? Ja. Oh, der Tiger sieht gut aus. Der sieht richtig nice aus. Wir nehmen ein silbernes Schwert.
Und dann fällt mir auch irgendwann ein, dass ich die auch putzen wollte. Ich habe ja vor, 4 Schwerter dahin zu setzen. Ich werde das jetzt einfach 4-mal kopieren, aber in 4 verschiedenen Farben jetzt dahin setzen. Eins in Gold. Eins in Schwarz. Halt so, als ob verschiedene Samurais dort gewesen wären. Und eins in Blau. So. Es wird jetzt richtig ätzend, das einzurichten. Ich habe leider noch keine zweite Etage. Ich werde mir jetzt einfach Toilette bzw. Bad und Küche immer dafür aufsparen, dass ich irgendwann eine zweite Etage habe, weil ich weiß, dass man irgendwann Etagen noch dazu bekommt. Ich stelle das jetzt erstmal alles hinten in die Ecke. Ja, wir werden mit Sitzkissen arbeiten. Statt mit Stühlen. So, kriegst diese Kommode. Du willst ja im Samurai-Stil hier wohnen. Also Bett kommt natürlich unten hin. So. Bonsai. Mit der Decke fangen wir hier noch nicht an. Eine Bildnische. Das Samurai-Kostüm will ich haben, aber erstmal putze ich das Zeug da mal ab. Und verdammt ist diese Nische groß. Nein, 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 ich bin nicht mal ansatzweise fertig. Hör mir auf. Ich muss mich mal kurz da wegziehen. Sonst komme ich nie an das letzte Ding da dran. Okay, ich kann mir jetzt schon mal Gedanken machen. In der Ecke. So. Hier kommt einmal eins hin. Hier wird übrigens kein Fernseher hinkommen. So, ich hätte die gerne genau neben dem Fenster. Muss auf der anderen Seite mal gucken. Das hier kann noch einen weiter. Und als nächstes das Samurai-Ding. Nee, da muss ich tatsächlich einem mehr Platz machen. So, was haben wir denn hier überhaupt zur Verfügung? Wir nehmen eine schwarze und eine silberne Rüstung. Wie gesagt, auf beide Seiten kommt was hin. Du geh mal ein bisschen weiter weg. Damit du mich nicht mehr weiter störst. Mein Gott, das steht im Weg. So. Die Kommode. Ja, die werde ich gleich noch woanders hinpacken. Den Bonsai will ich ehrlich gesagt auf der Kommode stehen haben. Der Tisch kommt relativ mittig. Bevor ich das Ding putze, kopiere meine ich, putze ich es noch vorher. Da kommt auch die Trommel drauf. So, hier kommt jetzt so ein Teeservice. Das Sitzkissen, haben wir noch eine schönere Farbe? Wir nehmen weiße Sitzkissen. Ich habe leider kein weißes Holz, sonst würde ich auch weißes Holz nehmen. Sieht dann nicht mehr so lecker aus, wenn ich da die Farbe ändere. Das sieht richtig gut aus. Das kommt hier hin, damit das auch hier das Bett wegdeckt. Hier, komm, du hast einen wachenden Tiger über dir. So, was haben wir denn sonst noch, was hier reinkommt? Ein Fassstapel will ich eigentlich nicht in der Wohnung haben. In eine Ecke kommen auch Bögen hin. Papierlaternen.
würde ich eine auf den Tisch stellen, je nachdem, wie groß die sind. Nehmen den Herbststiel. Ach, sind ja nicht besonders groß. Passen, glaube ich, auf den Tisch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Dann kommt sie an den Eingang. Wollte gucken, ob man sie vielleicht auch da drauf stellen kann. Bögen haben wir was zur Auswahl? Nehmen wir wieder einen Silber- und einen Goldbogen. Kommt dann hier hinten ins Eck. Da kommt dann dieser Kimono-Stand noch hin. Ein Sichtschutz. Kann man den denn irgendwie schön gestalten? Kann man. Aber er ist viel kleiner, als ich gedacht habe. Also nein. Ein Wasserspiel mit einem Bambuskorb. Du kriegst noch eine Mini-Vase von mir. Mit dem Wandzeug fangen wir jetzt noch nicht an. Du kriegst noch eine Kochstelle von mir. Damit du wenigstens irgendwo dir was kochen kannst. Die... Ich weiß gerade gar nicht, wo ich sie hinstellen soll. Erstmal gucken. Nee, das Ding wollte ich nicht kopieren. Aber anpassen wollte ich es schon. Oh ja, der Falke sieht nice aus. Einmal einen Goldbogen, bitte. Und einen Silberbogen. Und dann gucken wir mal, wie wir das da hinten gedeichselt kriegen. Klappt doch. So, ich mache mal hier kurz ein bisschen Platz. Damit ich das einmal kurz putzen kann. Das wird nicht so verbleiben. Ich putze es nur eben. Zumindest mit der Rüstung habe ich noch gewartet. So. Jetzt kommt das Zeug erstmal da weg. Das hier würde ich gleich gerne neben dem Tisch haben. Die Vase kann ruhig hier in die Ecke. Da gucke ich noch, dass ich die Vase vielleicht ein bisschen schöner kriege. Die Wellen und Kraniche sahen nice aus. Wir nehmen den Drachen. So, und jetzt kommt hier die Kopie. Einmal komplett umdrehen. Und dieselbe Rüstung. Mit dem Kleinstisch überlege ich mir gleich. Wir müssen mal kurz gucken, welches von den beiden Teilen da hinten hier zum Kochen zuständig ist. Ach verdammt, das Sitzkissen habe ich jetzt auch nicht geputzt, ne? So. Einmal muss man durch. Ach stimmt, wenn das nicht meine eigene Wohnung ist, sehe ich das ja nicht. Der Bambuskorb. Der kommt hier hin. Und die Fässer kommen einfach hier hinten ins Eck. Und da stelle ich dann die Vase drauf. So, jetzt kommen ein paar Sitzkissen. Warte mal, das nehme ich mit. Und da kommen drei Gläser hin. Ich finde, das sieht so schön aus.
Und ich glaube, für die Wohnung habe ich jetzt nicht so lange gebraucht. Zumindest bis jetzt noch nicht. Die Kochstelle kann ich übrigens nicht anpassen. So, dann gehen wir jetzt mal auf Decke erstmal. Gibt offenbar nicht viel, was von der Decke hängen darf. Und dem Job entspricht. Doch diese Lampions nehmen wir. Ich weiß nicht, was das ist, aber da kommen mal zwei auch dazu. Einen Ventilator kriegst du, den mache ich aber gleich hölzern. Einmal beiseite mit dem Zeug. Ach, das kann ich über den Eingang hängen. Einen Moment. Ah, da sieht's richtig japanisch aus. Ja, das Ding da brauchen wir dann nicht. So. Das Ding lasse ich mal dran. Und wir nehmen das Festival-Ding. So, wieder genau dasselbe Ding. So, einmal drehen. Nee, nicht dieses drehen. Ich will dieses drehen. Danke. So, das drehe ich ein bisschen nach da. So, dann sieht das schon mal so ein bisschen festlicher aus. Ich könnte die wegnehmen und eigentlich direkt das Dreifachding da hinsetzen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Oh, guck mal, der hat es mir sogar schon perfekt hingedreht. Ja, macht doch mehr Sinn. So, der kommt jetzt in die Mitte. Perfekt. Aus Holz, bitte. Und jetzt geht's an die Wanddeko. Bitte irgendwo, wo ich auch viel sehe. Okay. So eine wirklich japanische Uhr haben wir nicht. Doch, die Kirschblütenuhr. Die würde passen. Aber dann bitte in diesem Weiß. Lichtschalter machen hier keinerlei Sinn, weil das sind Laternen. Nein, keine Girlanden. Ich kann ja eigentlich nicht viel am Wandzeug reinpacken. Ich könnte hier ein paar Rollbilder verteilen. Er kriegt auf jeden Fall ein Poster von sich selbst. Verdammt, der hat nicht viel Wandzeug, was ich nutzen kann. So einen Bilderrahmen könnte ich noch nutzen. Verdammt nochmal, ich kann in deiner Wohnung nicht viel machen. Kriegst halt noch ein paar Wandkerzen. Wie komm, damit du überhaupt irgendeine Art von Belüftung hast. Kann ich den Hölzer machen? Nee. Den habe ich schon angepasst. Das Poster, das kommt bitte dahin. Und die Bilder über die Rüstungen. Warte mal, dich kopiere ich und mache ein anderes Bild dahin. Irgendeins, das zum Thema passt. Besser wird's nicht. So, und was können wir beim Rollbild noch so umändern? Berge, Fische, Vögel. Oh, ich mache jetzt richtig AIDS-mäßig mir gegenüber.
Und mach jedes Motiv mindestens einmal. Das wird nur mich ärgern, euch nicht. So. Ich könnte auch noch gut gucken, ob ich irgendein eigenes Design habe, was irgendwie gut ist. Ja, die Rankentapete passt hier irgendwie rein. Das ist so ein Standardding, das man von Anfang an hat. Aber passt hier irgendwie. So, muss ich noch irgendwas putzen? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, diese Wohnung ist fertig. Kommt er in sein Bett? Nein, verdammte Axt. Ich muss das Bett einmal drehen. Beziehungsweise ich muss es ein bisschen umändern hier. Verdammte Axt. Funktioniert es so, dass er so in sein Bett kann? Ach, du willst mich doch verkackeiern. Weiß man was? Das kommt in den Eingang. Zu einer Stelle, wo ich das drehen kann. Und das kommt dahinter ins Eck. Ich lasse so einen Spalt breit dazwischen Platz. Fertig. Nee, das müssen wir doch irgendwie besser hinkriegen. Warte mal, ich nehme einfach diese beiden Matten weg. Oder zumindest die eine. Da müsste man nämlich von der Seite eigentlich noch durch können. Ja. So, besser wird es jetzt wirklich nicht mehr. Es ist fertig. Nein, nein, nein! Ich habe die Tapete vergessen! Ich muss nachträglich die Tapete jetzt noch ändern. Scheiße, ich habe die Tapete vergessen und den Teppich! Davon kann ich doch noch kein Foto machen eigentlich. Kacke! Ich hab die Tapete vergessen! Ich nehme das Bild. Ansonsten habe ich nämlich ein richtiges beschissenes Bild dafür. Ansonsten wäre ich nämlich jetzt mega stolz auf die Wohnung. Aber ich hab die Tapete und den Teppich vergessen. Ich hab's ein bisschen zu spät gemerkt. Jetzt haben wahrscheinlich schon mich ein paar Kommentare auf YouTube mindestens geflamed. Ich muss gehen. Ich komme hier aber direkt nochmal hin. Weil ich bin mit der Tapete einfach null zufrieden, beziehungsweise mit dem Teppich. Ich gehe da jetzt einfach direkt über Bono wieder hin und ändere die Tapete und den Teppich um. Dann schlage ich mich selbst. Jetzt habe ich wieder 9000 und ich habe Lob bekommen. Welchen denn? Ach, das war mein 10. Ferienhaus.
Na toll, ich will keine Party für das beschissene Haus, das ich am Ende geliefert habe. Naja, eigentlich war es gut eingerichtet. Ich habe nur Tapete und Teppich vergessen. Super. Das ist so viel. Ich will mehr von der Pizza haben. Gern geschehen. Nehmen wir doch das ein, weil es die Willkommensfeier. Ah, oh, der brauchen wir größer. Ja, gern geschehen. Dafür mache ich den ganzen Schmarrn. Wann kommt der zweite? Ja, Bono, wir müssen gleich nochmal weg. Die hat das nächste Haus schon vor. Ja, ich gebe immer mein Bestes, nun möchte ich mich fürs Letzte ausschlagen. Na? Na, Sigma? Immer noch nicht besonders gesprächsfreudig. Da sind wir wenigstens zwei. So. Ja, muss los. War eine schöne Party. Ich habe 10 Ferienhäuser. Das ist mein 10. Haus gewesen. Das unterstellt nur noch mal, wie scheiße ich beim letzten Mal war. Ich bin bereit zum Arbeiten. Ja, natürlich. Ich wollte gar nicht aufhören. Weiß nicht, warum ich mich umgezogen habe. So, erstmal zu Bono. Ich muss nämlich einen Fehler korrigieren. Für YouTube, kurzer Cut. Bono, ich komme. Ich hab Mist gebaut. Ich muss da noch mal hin. Ich kann nicht richtig schlafen, wenn ich weiß, ich habe so einen Mist gebaut. Was macht denn aus? Ich muss was umbauen. Überlass alles mir. Es tut mir so leid. Ich Tapete und Teppich vergessen. Tapete, da haben wir doch bestimmt eine richtig gute eigentlich für bekommen. Mal gucken. Eine Shoji-Wand. Ist doch perfekt. Ein Tatami-Boden. Ja, bitte. Den Tatami-Boden finde ich gut. Schon viel besser. Jetzt kann ich richtig schlafen.
Mir gefällt der Name. Das ist der Name so, wie er ist. Ich muss jetzt nicht die Sequenz nochmal ertragen, doch muss ich. Hoffentlich kann ich jetzt das Bild gegen das austauschen. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. So, ich muss zurück. Ich will das Foto austauschen. Ich will diese Schande aus meinem Leben streichen. Weh, ich kriege Geld dafür. Wieso kriege ich 4.500 dafür, nur da ich die Tapete geändert habe? Das ist absolut unlogisch. Ich will so viel dafür kriegen in Real Life. Dass wenn ich nur einen Tisch verschiebe, direkt 4.000 dafür kriege. Dann lieben gern, aber so... Das fühlt sich unverdient an. Vor allem Dinge haben das bestimmt manche sogar ausgenutzt, um so Poki zu farmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, NDSH. Und hoffen, dass ich das Foto austauschen kann. Nee, kann ich so nicht. Muss ich versuchen, offscreen zu machen. Weil ich jetzt nicht hier eine halbe Stunde gucken will, wie man das macht. Frühstück am Meer wäre echt herrlich glamourös. Abenteuer, Sport. Sport mache ich nicht. Hab schon eins. Das in dein Haus klingt auch interessant. Mindestens 3 Häuser will ich schaffen. Mindestens 3. Eins habe ich ja recht schnell geschafft, aber ich hatte halt übelst Mist gebaut. Okay, Balletttänzer. Ich muss für einen Balletttänzer einrichten. Wie gesagt, so Badezimmer und sowas, das hebe ich mir jetzt ab sofort dafür auf, wenn hier... Ja. Eine weitere Etage bauen können. Wenn ich sogar so 2 Etagen noch dran packen kann, beziehungsweise so Nebenräume, dann mache ich das so, dass dann in den Nebenräumen Küche und Bad sind, aber die recht klein sind. Du kannst dich freuen, du hast einen Teich. Erstmal draußen einrichten. Das Haus zuerst. Ja, das kann ruhig so bleiben. So. Sommer haben wir. So, finde ich es gut. Jetzt fangen wir mit dem Zeug an. Oh Gott. Ich sehe schon, wie ich es einrichten muss. Und das wird mir überhaupt nicht gefallen. Wie groß sind die Statuen? Die Statuen kommen alle nach draußen. Keine davon kommt auch nur ansatzweise in die Wohnung rein. Ich werde einen Riesenboden bauen müssen. Die wird mich so viel Zeit kosten. So, bemoost. Und die kommen hier... Nebens Haus die großen. Und ansonsten kommen jetzt noch ein paar Bäumchen hin.
Ja, genau. Ein paar davon und du kriegst noch einen Pfirsichbaum und einen Orangenbaum. So ist passend. Ich kann nicht zufällig einen Weg machen. Nö. So. Ah, ist schon für draußen. Was sind denn das für Bäume? Kann ich die bitte bei mir zu Hause aufstellen? Die würde ich gerne mitnehmen. So komische Bonsais. Wie gesagt, das wird eine Riesenwohnung und wird mich ankotzen. Diesmal mache ich die Tapete zuerst, bevor ich sie direkt vergesse. Ich werde so das Kotzen kriegen. So, du wirst ja eine Bühne, also muss dein Teppich auch so aussehen. Bitte zurückbleiben, Ma'am. So, zuallererst. Nein. Der Bühnenvorhang ist passend. Nee, der Bühnenvorhang ist das Passendste. Haben wir noch so ein Parkettboden? Nee, kein Zirkusboden. Haben keinen schönen Boden. Ja, ich will hier eine Turnhalle haben. Definitiv. Ich habe einen Kunstparkettboden. Ist aber auch nicht das, was ich haben will. Wenigstens so einen richtig schönen Boden. Das sieht scheiße aus, aber ich habe keinen besseren Teppich. Ganz ehrlich, das ist der beste Boden, den ich irgendwie hier zur Verfügung habe. Also nehme ich den. Warte, du kriegst noch einen schönen Teppich wenigstens. Ich versuche es mit Teppichen zu regeln. Nein. Tatami-Matten, schön. Okay, dadurch wird es nicht besser. Ich versuche es damit zu richten. Okay, so geht nicht. Vielleicht, wenn ich sie so querlege, vielleicht wird es dann besser. Nein! Vielleicht, wenn ich die letzte Reihe querlege. Egal, wie ich es drehe und wende, dieser Teppich passt von der Größe her nicht. Ist ein bisschen schade. Habe ich noch einen anderen roten Teppich, der vielleicht 2x2 ist? Ich habe sonst keinen besseren Scheibenbrot. Ja, dann mache ich wenigstens zur Bühne gleich einen anständigen Teppich hin. Das kommt erstmal hier hinten in die Ecke. Ich werde den ganz im abseitigen Bett hinstellen. Wir könnten es natürlich auch Teil der Bühne machen, aber nein. Nein, das machen wir nicht. Das steht hier, ganz hinten in Abseits. Oh Gott, ich werde so das Kotzen kriegen.
Wir nehmen das Burgmotiv. Oh. Bauen wir erstmal die Bühne auf. Das Burgtor kommt dahin. Stellen wir den Schmarrn doch so quer hin. Schade, es schließt nicht wirklich an. Das wäre viel authentischer, würde es anschließen. Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Ich bereue es. Ich bereue es zutiefst, dass ich es angenommen habe. Vielleicht sieht das, wenn man es dran tut, aus, als würde es anschließen. Wenn ich so rumdrehe, aber das sieht kacke aus. Dann nehme ich da wenigstens beidseitig, weil das besser aussieht als das andere. So, das brauche ich ein zweites Mal. Und das brauche ich einmal. Ich könnte das natürlich auch komplett einfach über den Haufen werfen mit dem Ding. Mach das zum Eingang. Dadurch sieht man dann das Bett nicht. Und guck, dass ich da vorne irgendwas zusammenbastel, dass es aussieht, als ob da eine Bühne wäre. Den kann ich später kopieren. Ein Sicherheitsgeländer. Ich bin halt ein bisschen überfragt. Posteraufsteller werde ich brauchen. Ein Designerstrahler. Eine Videokamera. Ein Edelspiegel. Ein Vorhang. So, das stelle ich jetzt erstmal ans Eck, damit ich es gleich putzen kann. Ich werde das Kotzen kriegen mit dieser Wohnung, aber hoffentlich bin ich wenigstens hinterher stolz auf das, was ich gebastelt habe. Das ist wirklich meine einzige Sorge gerade. Lass mich bitte durch. Ich muss putzen. Ach, den Spot, den putzt man ja nicht. Stimmt, da war was. Okay, den Schmarrn habe ich jetzt schon mal geputzt. Die stelle ich mal direkt hier mit dran. Das ist eine Show, wo du stehen zu gucken musst. Sage ich jetzt einfach mal. So, hier steht der Poster. Motiv. Sagen wir mal Film. So, das Sicherheitsgeländer kommt hierhin. Drei an das Stück. Dann baue ich hier jetzt eine Bühne auf. Von beiden Seiten wird es ein bisschen angeleuchtet.
Natürlich muss hier davor die Leuchte hin. Bauen wir das mal so auf. Das kommt davor. So, dahinter kommt jetzt der Vorhang und da baue ich dann alles hin. Könntest du dich bitte so rumdrehen? Danke. Warte mal. Das passt am ehesten zum Stück gerade. Toll, ich kann die Stange aussuchen. Rot. So, da muss einfach genügend Platz hinter sein. Ich muss das alles ein nach da verschieben. Das wollte ich nicht kopieren, das wollte ich kopieren. Den ein nach da schieben, damit ich den perfekt machen kann. So, dann schließt das wenigstens an. Das machen wir jetzt auch, dass es noch anschließt. Dafür muss ich den nach da hinten setzen. So, den mittleren nehme ich weg. Puh. So, und jetzt muss ich hier hinten. Ich nehme mal noch einen von denen. Und nutze den hier mal als Trennwand. So, das muss alles dahinter stattfinden. Was auch nur irgendwie mit einer Bühne zu tun hat. So, das brauche ich. Das brauche ich. Einen Edelstuhl. Das Sofa brauche ich jetzt nicht. Ein Konzertflügel. Das kommt auf den Tisch gleich. Zusammen mit dem Tuchkorb. So. Den ganzen Schmarrn brauche ich ehrlich gesagt nicht. Manchmal sind die Wohnungen, die man zur Verfügung hat, aber auch echt zum Kotzen. Ich nehme mal den mittleren Strahler weg, damit ich die Kamera plus das dahin packen kann. Sonst kommen die da nicht mehr durch. Anders kriege ich das Teil da nicht hin. Es wird jetzt nur noch von einer Seite beleuchtet. So, das kommt direkt daneben, aber das muss so stehen, dass man das nicht instant sieht. So, und das stelle ich jetzt kurz beiseite. Und jetzt darf ich wieder putzen. Einfach durchquetschen. Ich glaube, ich nehme die Büsche weg. Und die Spots, damit ich es weiter nach vorne schieben kann. Das Gras, das setze ich noch ein bisschen hier rein. So, ich will ihnen zumindest genügend Platz verschaffen, dass sie sich auch frei bewegen können.
So. Das kommt jetzt auch nicht da hinten hin. Das kommt hier in eine Ecke. Warte mal so, dann sieht das so aus, als ob es an den Tisch bzw. an der Wand angrenzt. So. Haben wir eine schönere Kamera? Rot. Hell. Ein Stuhl, der nicht ganz so kacke aussieht. Danke. So, und das Klavier. Nee, da gefällt mir schwarz am besten. Und das Bett. Diese Wand lassen wir mal so, wie sie ist. Das Ding muss ich noch anpassen. So. Jetzt können wir hier noch einstellen. Kirschblüten. Sommer. Perfekt. Besser wird die Wohnung nicht. Darf ich vorstellen? Dein eigenes Theater. Du hast jetzt nun leider kein Klo. Aber ich habe eine zweite Wohnung fertig bekommen. Ja! Nimm den Text weg. Die an sich finde ich richtig gut. Wenigstens darf man hier so ein paar Ideen richtig ausleben, aber irgendwie baue ich jetzt mittlerweile nur noch mit dem, was mir empfohlen wird. Ich will noch Fotos machen, damit ich es einstellen kann. So, das Foto würde ich gern verwenden. So könnte ich die übrigens umtauschen, die Fotos, indem ich sage, ich will renovieren. Und dann muss ich denen sagen, darf ich Fotos machen? Dann kann ich das Foto nämlich austauschen. So. Jetzt darf ich das Teil da auch endlich links kaufen. Eine Planer-Koryphäe. Oh, ich habe den nächsten Rang erreicht. 12.000 kriege ich jetzt. Ich bin eine Planer-Koryphäe. Oh, eine große Auswahl an Uniformen. Zuallererst, dich nehme ich jetzt mit, du Stinkwurz. Ja? Ach, ich kann jetzt auch einfach später zahlen. So, ich würde gern die Uniform mal umändern. Zumindest gucken, was ich jetzt noch umändern kann. Ich habe ja gerade neues Zeug bekommen. YouTube zeige ich hier jetzt nur die Endversion, was dabei rauskommt. Ich habe eine Jacke bekommen und ein Mini-Kleid, was ich wahrscheinlich niemals anziehen werde. Die Jacke sieht in Ordnung aus. Ich bleib beim Hawaii-Hemd. Wo ist mein Hula-Rock? Hula! Ich will nach Hawaii, gib mir das Hula-Ding! Wo ist Hula? Da ist Hula.
Oh ja, ein Sombrero. So, das Blatt im Mund bleibt. Ich habe dir richtig tollen Socken rausgesucht. Schuhe geht eigentlich nicht besser. Ich kann ja mal gucken, was besser ist als den Ananas-Hut. Nee, geht nicht. Wir bleiben auch mal noch ein bisschen länger so. So, ein Haus hätte ich auf jeden Fall gern heute noch. Ich bin bereit zum Einrichten. Ein Haus machen wir noch. Und mal gucken, wer hat das Interessanteste anzubieten. So, mal kurz für YouTube. Bis hierhin habe ich wahrscheinlich geschnitten. Ich konnte jetzt nicht so viel ändern. Der möchte mehr lieben. Das da will ein Abenteuer, Sport. Was will das Huhn? Hula! Ja, du gefällst mir. Du willst nach Hawaii. Das gefällt mir richtig gut. Aber Sigi! Hawaii-Thema gefällt mir. Da bin ich doch direkt dabei. Da packe ich dich dann auch direkt an den Strand. Das kriegen wir hin. Ja, mir gefällt das auch. So, dich packen wir an den Strand. Ich habe mittlerweile dann, glaube ich, 12 Leuten schon ein Haus angedreht, ne? Auf das 10. war ich anfangs nicht so stolz. Ach, das Hula muss ich draußen einrichten. Okay. Draußen kann ich nicht putzen. So, eine kleine Hütte. Mit einem Strohdach, wenn es geht. Ja. Keine Lehmfassade. So. Haben wir noch eine richtig schöne Tür hier, die dazu passt. Und jetzt etwas, was richtig hier Hawaii-Stimmung. Die hier hinten sind doch Hawaii. Das packt mir natürlich etwas weiter hinten hin. Das kommt jetzt sogar nicht direkt an den Eingang, sondern wirklich hier so ins Eck. Wart mal, ich würde gern Sonnenuntergang haben. Ja. Ein Orangentisch. Liegestuhl. Haben wir auch noch so ein Limbo-Set. Wellenbrecher muss her. Na gut, auch ein Rettungsring. Und die Ukulele. Stimmt ja, ich kann die auch einkleiden. Das ist mir bisher nie so in den Sinn gekommen. So, das kommt direkt hier neben. Den Wellenbrecher gleich zweimal. Einmal in das Eck. Und dann einmal in das Eck. Warte mal, warum nehme ich die Liege da? Die will doch sogar extra diese hier haben. Warte mal, haben wir was, das Hula ausstrahlt? Das schreit so ein bisschen Hula. So, Rettungsring. Nähe Wasser natürlich.
Das da drauf. Das kommt dann hier so daneben. Das ist wirklich ein Lautsprecher? Das kann dann direkt davor auf dem Boden. So, die Ukulele direkt daneben. Ozean Blau. So, das wird jetzt das richtig Geile. Ich mache jetzt so gesehen einen Weg aus den Fackeln. Also so gesehen davon einen Zaun. Ah. Gehen die jetzt eigentlich an, wenn ich auf Nacht gehe? Nee, leider nicht. Oh, ich hätte die gern angehabt. Das wäre richtig geil gewesen. Warte mal, ich muss machen, dass man da dran kommt. Also, dass man da schnell sich hinlegen kann. Ich muss jede nochmal einzeln anmachen. Oder ich muss sie so austauschen. Kann ich die so kopieren? Ja. Also nochmal neu den Weg. Nein, in die Richtung. Ich finde die Idee richtig gut, die ich hier gerade habe. Da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will. So, zwei Fackeln muss ich noch austauschen. Ah, wunderschön. Oh, da will man doch direkt selber hinziehen. Das Ding muss ich einmal um 180 drehen. Dann ist perfekt. Warte mal, ich stelle zwei Tische auf. Da kommt der Plattenspieler hin. So, und jetzt, wo ist das Getränk? Der hat doch bestimmt irgend auch ein Getränk. Ja. Oh, das lädt doch zur Entspannung ein. Da will man gleich selber hin. Ja, wunderschön. Eine Fackel musste ich jetzt am Ende wieder wegnehmen, weil man sonst nicht dran kam. Aber das wirkt doch einfach nur entspannt, Leute. Da würde ich dann wirklich gerne auch selber mich einfach hinfletzen und schlafen. Kann man dem das Muschelding eigentlich auch einstellen? Ich tue es jetzt nochmal testweise dahin. Kann man. Warte mal, dann mache ich da aus den Südseetraum oder nicht? Obwohl, nee, die wäre ja unbedingt diesen Plattenspieler. Warte mal, ich drehe sie um 180, dann sieht es so aus, als ob hier so eine Muschel am Strand liegt. Wenn ich die nicht genau in Blickrichtung habe, sieht es halt wirklich aus, als ob da eine Muschel liegt.
Und dann auch noch eine richtig schöne Muschel. Ein Moment. Den glücklichen Hausbesitzer. Und sogar Bono darf mit aufs Boot. So? Euch kleiden wir jetzt richtig ein. Obwohl, Bono, du bleibst so, wie du bist, bitte. Hula! Okay, haben wir irgendwas, was hier Hula ausschreit? So sieht es von den Augen her wenigstens besser aus. Bono, du bleibst so, wie du bist. Okay. Natürlich tanze ich selber Hula. Und jetzt den passenden Moment. Perfekt. Jetzt muss ich euch vom Eingang einmal kurz wegziehen. Hier, leg dich hin. Bono, pass auf sie auf. Und jetzt drin. Jetzt muss ich drin noch einrichten. Wie richte ich drin Hula ein? Was willst du drinnen haben? Drinnen willst du unbedingt die Ukulele haben. Der Rest ist dir vollkommen egal. Endlich mal jemand, mit dem man richtig arbeiten kann. Also mindestens machen wir immer 8. Wir haben leider nichts, was irgendwie aussagt, dass man von Strand käme, außer dem Holzboden. Ah, ich finde es schön, wenn ich so viel selber die Möglichkeit kriege. Nee, kein Campingtisch. Definitiv nicht. Ja, den Flechtsofa-Tisch finde ich in Ordnung. Den Birnenschrank auch. Doch nicht ein Standardspiegel. Die Palmenlampe finde ich gut. Der Leuchtturm wäre eher was für draußen. Muss ich mal gucken. Ja, wir nehmen auch den Flechthocker und einen Orangentisch. Das heißt, es wird nicht viel auf dem Tisch landen. Dann nehmen wir einfach den hier. Oder ich pack da 2 Tische aneinander. Das würde auch funktionieren. Eine Kühlbox. Ein Wasserball. Eine Aquariumkugel. Ich werde noch was bauen. Ein Muschellautsprecher für hier drin. Perfekt. Warum habe ich hier Flamingos? Die Sampo kommt auch gleich noch nach draußen. Die Hängematte wird jetzt leider Gottes dein Bett. Oder kann auch das Schrandtuch als Bett herhalten? Teste ich gleich einmal aus. Und du kriegst... Nee, die Dusche, die bleibt mal weg. Sowas kommt erst, wenn ich zusätzlich für ein Badezimmer einrichten kann. So, ich arbeite jetzt erstmal mit dem, was ich da habe. Ich glaube, die Matte ist tatsächlich im Bett. Warte mal. Die Strandmatte ist im Bett. Alles klar. Das Ding war schon geputzt. Vielleicht kann ich diese Wohnung auch ein bisschen kleiner machen. Da muss ich gleich mal testen, wo was anfängt. Die Lampe kommt auf jeden Fall in Bettnähe hin.
Der Tisch kommt ins Eck. Und da kommt dann auch das beides hier drauf. Die Kombi finde ich richtig schön. Die Ukulele kommt hier in Bettnähe hin. Strandball kommt einfach in eine Ecke. Bevor ich es vergesse. Da weiß ich schon, welche ich nehme. Genau, die Tropentapete. Die ist sogar animiert. Erstmal den Flechtboden, bis ich was Besseres sehe. Ja. Und das sieht dann einfach aus, als ob hier so ein Strandtuch für alle Eingänge, also alle, die rein wollen, ausgelegt wären. Aber was ich am besten finde, ist halt wirklich die Tapete. Guck mal, die ist so schön animiert. Das sieht so aus, als ob man hier drin auch noch am Strand wäre. Nur hat die halt jetzt keine Fenster mehr. Ach stimmt, da war ja auch noch ein Hocker. Den habe ich schon vollkommen ausgeblendet. Ich muss mal kurz testen, in welche Richtung liegst du. Alles klar, muss ich umdrehen. Bevor ich in das Menü gehe. So, jetzt ist das wenigstens auch geputzt. So, das einmal umgedreht. Der Ball ist offenbar nicht geputzt. Hierfür habe ich mir schon was richtig Gutes überlegt. Da, wo der Teppich aufhört. So. So finde ich richtig gut. Warte mal, bevor ich den hier weitermache. So finde ich ihn viel schöner. Warum macht er das immer in die Richtung, der ich es nicht haben will? So. Kleinkram. Ein Mixer. Den Wasserspender, da wollte ich haben. Warum ist er auf dem Hocker? Die Kokosmilch und den Regenbogensaft. Den Mixer einfach nach dem Motto, damit macht er es. Und tatsächlich wird hier kein Fernseher hinkommen, sondern einfach ein Notebook. Werde ich gleich noch einen Tisch dahin packen. Okay. Einrichtung, noch ein bisschen gucken. Ich mache dir dann noch eine Kochecke da hinten. Entschuldigung, ich habe ein Kabel offenbar am der Switch aussehen leicht rausgezogen. Deswegen habe ich es gerade wieder reinstecken müssen. Ich habe ein Gefängnisgitter. Perfekt für die Schule. Den Witz haben hoffentlich alle verstanden. Wir nehmen die Kochnische hier. So, einen davon brauche ich. So. Einmal so. Dass die sich halt zum Film dann auf dem Teil anmachen kann. Schön in Blau. Haben wir hier nichts, das irgendwie hier so sagen würde? Film, hier ist zumindest YouTube offenbar drauf. So, das muss ich einmal runterfischen und hinten an die Wand stellen. Damit ich es gleich noch putzen kann. Ich weiß nicht, warum ich auf den Hocker die Sachen legen kann. So, zuallererst. Sonst kriege ich einen Anfall.
So, auf den orangen Dingern hier kommen die Zubereitungsdinger und auf den anderen beiden kommen die Säfte. So, das kommt hier hinten mit dazu. So, Ukulele und das kommen jetzt hier hin. Wir wollen eine Tropenpalme. Warum legt die sich denn so beschissen? So, das kommt direkt hier daneben. Warum gibt es so einen beschissenen Bambus nur? Blau passt hier am besten rein. Damit es halt so inselmäßig aussieht. So, mit dem Boden bin ich eigentlich so langsam fertig. Die Wohnung wird offenbar nicht so extrem eingerichtet. Eigentlich könnte ich sie dann sogar ein Stück kleiner machen. Kacke. Jetzt muss ich die Möbel nochmal neu aufstellen. Ich bereue alles. Ich bereue mein Leben. Ich habe mir mein Leben schwer gemacht. Naja, wenigstens die wichtigsten Sachen sind noch da. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Wohnung dann so extrem viel kleiner ist. Den Unterschied merkst du halt nicht so schnell. Ich brauche die Ukulele nochmal. Den Wasserball. An der Wand würde ich eigentlich gern so wenig wie möglich hier übrigens hinpacken, ne? Und den Tisch hatte ich, ne? Dann hatte ich noch eine Kochnische. Verdammte Axt. Ich habe mir halt gerade selbst ins Knie geschossen. Und die Palmenlampe hatte ich. Nochmal neu einrichten. Ach ja, und dieses komische Bambusding hatte ich. Hätte ich es auch nur so gelassen, ne? Jetzt darf ich alles nochmal neu machen. Also für YouTube habe ich das definitiv rausgeschnitten. Was ich jetzt hier mache. Aber ihr Twitchler könnt es noch sehen, wie ich hier missgebaut habe. Dann muss ich noch einen Laptop rausfischen. Einen Moment. Erstmal hier. Den Muschellautsprecher und dieses komische Aquarium-Ding. Poster kommt auf jeden Fall. Kann ich mir schon mal hinhängen. Wo haben wir denn das Ding? Das hier brauche ich noch. Und den Notebook. So, das wollte ich in Blau haben. Mit dem Internetbrowser. Das passiert, wenn man zu übereifrig ist. Da macht man schnell mal Fehler. Und dann tut man Sachen, die man später bereut.
Ich packe hier hinten den Leuchtturm hin. Dann wirkt es noch ein bisschen mehr, als wenn man am Strand. Auch wenn er komplett sperrig ist. So, die Kugel kann ich nicht umändern. Die Muschel kann ich wieder diese wunderschöne Perlmutfarbe geben. Wir bleiben bei der grünen Birne. Ja, genau. Und eine Wassermelone, die am Boden liegt. Ja, sicher. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch mal putzen. Dann kann ich mich an das Decken- und Wandzeug hier setzen. So, gleich habe ich fertig geputzt. Dann muss ich mich nicht mehr selbst hassen. Für das, was ich gerade eben getan habe. So, jetzt kommt Decken- und Wandzeug. Ich mache die Wand nicht mehr kleiner, sonst baue ich nur wieder absoluten Bockmist. So, gucken, was will ich denn überhaupt hier haben? Wanddeko. Ich will schon eine Uhr haben. Eine Heizung nicht so. Eine Klimaanlage schon eher. Und dann noch ein bisschen Deckendeko. Das ist ein Lüster. Ach, ein Kronenleuchter. Ich habe mich erstmal gefragt, was ist denn das? Ich brauche eine blaue Abzugshaube. Die Hängedeko in blau. Ach, schade, ist keine mit Fischen. Aber das könnte ich gleich an der Wand verteilen, wo das Meer anfängt. So, nochmal auf Wanddeko gehen. Da gab es nämlich so etwas. Einen Moment, ich suche es. Ja, zum einen Fische. Aber hiervon spreche ich. Meerestiere. Wenn ich ihn nämlich auf der richtigen Höhe packe. Das kommt extra hier hin, damit man es nicht instant sieht. Und ich versuche das auch blau zu färben. Warte mal, wir nehmen die Fighterfische und verteilen sie hier einmal komplett, wo das Meer an der Seite ist. So, das reicht mir schon. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Bin ich? Ich habe mein Ziel für heute erledigt. Oh, Bono, was ist denn? Okay. Was denn? Ja. Okay. Ich kann noch was anderes als Glanz verursachen. L gedrückt halten. Okay, wenn ich jetzt Plus drücke, dann kann ich den Effekt ändern. Blitzeblank, Herz allerliebst. Ich kann es nass machen. Was ist denn borealisch?
Sporealisch. Ach, Aura wie bei einem Saiyajin. Locker flockig. Sieht man ja kaum was. Das sieht dämonisch aus. Guck mal, der Stuhl, der denkt nach. Nebel, eisig, dampfwolkig. Ich bleib hier jetzt erstmal dabei. Aber schön, dass ich jetzt mehr zur Verfügung habe in der Hinsicht. Das macht's interessant. Und macht nur, dass ich noch länger brauchen werde mit den Wohnungen. Dann gucken wir mal. Im Vergleich mit dem, was ich in den letzten Malen gebaut habe, ist das halt wirklich kaum der Rede wert, was ich hier gebastelt habe. Aber die Musik ist immer schön. Ja. Eine schöne Wohnung. Ich nehme aber lieber das, was ich draußen genommen habe, das Bild. Ey, Moment. Wir nehmen dieses Foto. Weil das, finde ich, ist das Beste. So, muss gehen. Schluss für heute. Ich habe wieder was geleistet hier. ...12.000 kriege ich jetzt. Ich wollte dann jetzt für heute Schluss machen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so extrem viel geleistet. Aber hey. Die eine Wohnung, die konnte ich wirklich sehen lassen. Auf die restlichen beiden würde ich jetzt nicht so stolz sein. Ja. Wir haben hier eh noch ein paar Häuser, die wir bauen müssen. Wie viele eigentlich insgesamt? Eins. Da hinten war noch eins. Also zwei. Drei. Vier. Vier Häuser sind es auf jeden Fall noch. Die hier der Anlage selbst bauen muss. Ich würde mir gerne sehen, wie voll ist jetzt mittlerweile die Schule, wenn ich da jetzt einmal reingehe. Weil ich habe ja jetzt mittlerweile echt viele Leute. Ich baue die anderen Häuser auch deswegen jetzt heute nicht, weil die nicht so interessant wirken vom Thema her. Ist schon gut befüllt. Die Sci-Fi Art School. Auf die Schule bin ich mega stolz. Die hat mich auch fast eine Stunde Zeit, glaube ich, gekostet, als ich die gebastelt habe. Falsche Taste. Ich wollte Hula nämlich zum Abschluss machen. Ja, Leute. Hier ist dann jetzt auch der heutige Stream vorbei. War relativ ruhig heute bei mir im Chat. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf Twitch ein Follow da, auf YouTube ein Abo und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!